Man ist flexibler in Sachen, wann macht man was. Und wenn ihm irgendwas einfällt, dann kann er mir das immer sofort Ja, quasi genau. vorspielen. Aber ja, man Es macht schon muss sehr seinen eigenen bequem. Schweinehund dann. Es ist viel Roadtrip-Musik. Weil wir selber kaum wegkommen, weil jetzt in der Arbeit ziemlich festgebunden, haben wir effektiv eigentlich unsere kleinen Reisen in der Musik durchlebt. Also ich bin relativ ehrgeizig und versuche da weiterzukommen, auch so von der Qualität des Songwritings her. Aber sie liebt alle Songs. Ich bin eigentlich auch zufrieden. Hey Leute, heute geht es wieder um das Thema Musik und ich freue mich sehr, dass ich zwei wirklich wunderbare Musiker bei mir zu Gast hatte. Und das Interessante ist, sie sind nicht nur in Bezug auf die Musik ein Team, sondern auch im wahren Leben. Also sie sind ein Pärchen. Und mich hat deswegen wirklich interessiert, ob diese, ja, dass man eine Beziehung führt, förderlich ist, wenn es darum geht, gemeinsam Musik zu produzieren oder eher, ja, ob man vielleicht auf gewisse Hindernisse stößt, gerade weil man eben in einer Beziehung ist. Ich wünsche euch jetzt sehr viel Spaß bei dem Video und wir sehen uns danach wieder. Ihr macht ja jetzt nicht hauptberuflich Musik, sondern was macht ihr nebenbei überhaupt? Ich habe mein Studium gerade beendet und arbeite eigentlich nur als Aushilfe nebenbei bei Accessorize. Ansonsten versuche ich gerade herauszufinden, was ich eigentlich gerne machen möchte. Ich habe mich vor ein paar Jahren selbstständig gemacht im Textilprint und damit finanziere ich mich quasi die Musik. Und wie viel Zeit wird mit ihr neben dieser Haupttätigkeit der Musik? Das schwankt eigentlich, das ist so quartalsabhängig. Im Winter ist es generell ein bisschen ruhiger und im Sommer ist eigentlich, ich sag mal ab Mai ist bis September, Oktober eigentlich Dauerstrommusik. Da ist dann viel angesagt. Tag und Nacht. Also man kommt auch selbst jetzt zurzeit weniger zum Schreiben von Liedern. Momentan sind wir ein bisschen faul, ruhen uns auf dem aus, was wir schon gemacht haben. Und ja, widmen uns noch anderen Projekten. Seit wann macht ihr Musik, also generell und seit wann gemeinsam? Ich habe angefangen, glaube ich, so nach dem Abi, also so 2011, 2012, sowas, ein bisschen Ukulele zu spielen. Und ja, ansonsten haben wir uns 2012, glaube ich, kennengelernt und dann haben wir so langsam angefangen, zusammen was aufzubauen. Ich spiele schon eine ganze Weile Gitarre, muss man überlegen. Und das sind jetzt 11 Jahre, glaube ich. Und da hat mich eigentlich ein Freund zu genötigt, weil der wollte nicht allein zum Gitarrenunterricht gehen. Ich hatte eigentlich gar keine Lust darauf und dann ist das so richtig entflammt. Ist da so eine kleine Sucht draus geworden. Dann hatte ich so nach 2, 3 Jahren so eine Phase, da habe ich die Gitarre dann nicht mehr angeguckt. Was mir den Vater und Bekannten vorgestellt hat, der ist Blues-Gitarrist gewesen und der hat mich so ein bisschen an die ganze Akustik-Gitarrenschiene mit Blues und eigentlich das typische Blues-Bluegrass angeführt. Und seitdem sind wir total Folk-Blues-Fan, Das heißt, du genau. hattest Gitarrenunterricht Genau. und du hast dir das selbst beigebracht, Ja, Ukulele spielen? YouTube-Tutorials. Ja, Ja. also ich kann es auch nicht so besonders gut. Ich kann halt so das Grundwissen habe ich. Standardrepertoire. Ja. Zumal ich bin auch Autodidakt, also ich kann überhaupt keine Noten lesen. Ich hatte bloß quasi die ersten 4 Monate Gitarrenunterricht. Danach bin ich raus, weil der Lehrer eigentlich ziemlich schlecht war. Und dann habe ich mir das eigentlich auch autodidaktisch beigebracht. Auch Ja, via okay. YouTube und so weiter. Ihr schreibt ja auch eigene Songs und Ja. wir hören dann auch einen von euch. Ja, was sind so die Themen in euren Songs? Viel, alles. Aber auf jeden Fall keine Politik. Wir versuchen uns auf die schönen Dinge noch zu konzentrieren. Aber eigentlich, das typische Folk-Thema ist es nicht mehr. Aber wir sind so ein bisschen ausgebrochen. Es ist viel Roadtrip-Musik. Weil wir selber kaum wegkommen, weil jetzt in der Arbeit ziemlich festgebunden, haben wir effektiv eigentlich unsere kleinen Reisen in der Musik durchlebt und versuchen das jetzt so Stück für Stück auch im echten Leben mal abzuarbeiten. Viele Reisen. Lieben. Liebe und Reisen. Und die Welt. Seid ihr zufrieden mit den Songs, die ihr schreibt? Anfänglich, also ich bin immer recht streng mit meinen Songs. Also die Sachen, die ich, sag mal, vor 5 Jahren geschrieben habe, die hängen mir zum Hals raus. Obwohl mir von allen Leuten gesagt wird, dass das die besten ever waren. Also ich bin relativ ehrgeizig und versuche da weiterzukommen. Auch so von der Qualität des Songwritings her. Aber sie liebt alle Songs. Ich bin eigentlich auch zufrieden. Aber man wächst auch halt mit der Zeit.
Damals war mein Englisch auch nicht so top of the notch. Deswegen, darüber habe ich auch sie kennengelernt, weil damals habe ich eigentlich bloß jemanden gesucht, der mit mir Songs schreibt. Weil deutsche Songtexte haben mich irgendwie nie so angesprochen, weil dieses Americana Folk auf Deutsch klingt einfach nicht. Ich weiß nicht warum, aber es ist fürchterlich. Und dann habe ich nach Musikern gesucht, habe aber absolut im Online, im World Wide Web nichts gefunden. Das war dann halt so alles recht steril. Ich spiele Gitarre seit so und so vielen Jahren über diese Ausbildung und denke mir so, okay. Dann habe ich tatsächlich auch Meet One geguckt, weil die Leute dann auch angeben, ich spiele Gitarre oder so weiter. Aber dann hört man auch noch ein bisschen was von der Persönlichkeit von den Leuten. Da habe ich sie dann kennengelernt und dann haben wir uns einfach nur unverbindlich getroffen und Songs geschrieben und daraus hat sich dann noch mehr entwickelt. Dass wir dann noch ein Paar waren und dann haben wir darüber nachgedacht, ein kleines Duo zu gründen, damit Musik zu zweit mehr Spaß macht. Und wie ist das so als Paar? Ist das eher fördernd für euch, wenn ihr Musik macht oder auch manchmal hinderlich? Also ich würde sagen, es ist eher fördernd, aber es verleitet auch sehr dazu, sich mit anderen Sachen zu beschäftigen, sich einfach mal abends auf die Couch zu legen oder so. Also eine Beziehung beeinträchtigt die Musik nicht, aber die Ja. Beziehung Musik. Man ist flexibler in Sachen, wann macht man was. Und wenn ihm irgendwas einfällt, dann kann er mir das immer sofort Ja, quasi genau. vorspielen. Aber ja, Es man macht schon muss sehr seinen eigenen bequem. Schweinehund dann. Ich kenne das auch von anderen Leuten, von anderen Duos, die treffen sich halt tatsächlich dreimal die Woche im Proberaum, immer mittwochs 18 Uhr und so weiter. Und wir sitzen dann halt bei uns auf der Couch. Das Wohnzimmer ist zugehangen mit Gitarren und allem drum und dran. Wir haben eigentlich unseren Proberaum drin, mit PA und allem drum und dran. Und wir sitzen halt auf der Couch. Das Problem ist, der Fernseher steht direkt daneben. Und da hat dann Netflix und Amazon Prime dann manchmal Vorrang. Ja. Aber so soll es auch sein. Also wir wollen uns da auch keine Hektik machen, groß und ganz, weil momentan macht es uns einfach nur Spaß. Also vom Finanziellen her ist uns das eigentlich relativ gleich noch. Könnt ihr in Worte fassen, was ihr an der Musik liebt? Also, ja, wovon ihr profitiert, wenn ihr Musik macht? Du guckst ratlos. Ratlos. Ich finde, Ich ich versuch's. find, das ist die Verbindung mit den Menschen generell. Also wir haben viele, viele Freunde dadurch kennengelernt, die wir sonst hätten niemals entdecken können. Das ist das. Musik verbindet tatsächlich. Das ist das, was ich daran eigentlich genial finde. Einfach die Connection zu auch diesen vielen Nationen, die es gibt. Also ich finde, also wenn ich finde, es macht ja, es hat ja einen Spaß dabei. Man hat ja Spaß dabei. Und es ist einfach dieses, dass man eigentlich, wenn man seine eigenen Lieder spielt, so voll locker ist. Ich weiß nicht, ja, es ist schwer, das in Worte zu fassen. Ich auf der Bühne bin, finde ich Eher schön, dass das. man eine Botschaft vermittelt und wenn die Leute das dann noch mögen, ist das einfach ein tolles Gefühl. Wenn man Leute tatsächlich mit Songs berühren kann, wo man selber eigentlich nicht denkt, dass es. Also es ist verdammt schwierig, Songs zu schreiben, die die Leute tatsächlich mitreißen. Das muss schon, da muss alles stimmen. Da hilft nicht nur ein guter Text oder eine gute Melodie, das muss eigentlich alles stimmen. Ich weiß nicht. Also, Schwierige ich habe ja Frage. eigentlich mit der Ukulele angefangen und ich mochte einfach, dass die Ukulele so dieses Strandinstrument quasi repräsentiert, dieses etwas lockere und das hat für mich quasi Musik, es entspannt und es transportiert einfach irgendwo anders hin. Together like black and white. Who
some snacks and a cup of cafe. Tretet ihr auch auf? Wie häufig tretet ihr auf? Auch unterschiedlich. Das wäre so eine saisonale Sache. Ja. Also. Ich würde sagen, jetzt im Winter ist es quasi fast einmal im Monat, ja, irgendwie sowas mal. Ansonsten. Das ist sehr sprunghaft. Also, wir haben eigentlich absolut keine Regelmäßigkeit drin. Also, wir arbeiten auch mit neuem Management. Wir bocken alles selbst komplett. Und da nehmen wir eigentlich an, was sich ergibt, generell. Und da kann es mal sein, dass wir in einer Woche 5 Auftritte haben. Da kann es mal sein, dass wir in einem Monat nur einen Auftritt haben. Und wo sieht man euch dann? Eigentlich sehr verschieden, aber ich würde mal sagen, so 80% sind in Berlin. Ja. Und ihr meintet auch, ihr macht eigene Festivals, nicht wahr? Genau. Was macht ihr da genau? Das ist so ein Projekt, das ist eigentlich aus einem Joke entstanden. Da haben wir vor vielen, vielen Jahren, das ist echt schon lange her, das sind jetzt schon 3 oder 4 Jahre her. Ich habe letztens auch gestaunt, wie lange wir die schon kennen. Jedenfalls haben wir auch von einer Konzerthalle in Australien kennengelernt. Mit dem hatten wir eine Jam-Session von der Konzerthalle. Und mit dem hatten wir dann mehr zu tun, weil er gerade durch Deutschland gereist ist. Und dann hatten wir mit dem ein paar Gigs, hatten ihn quasi als Support mitgenommen. Und dann waren wir in einer Nacht mal in einer Open Mic im Dodo in Kreuzberg. Und da haben wir noch 2 Schweden kennengelernt. Das sind so die mächtigsten Stimmen, die ich jemals gehört habe. Also eher so eine tiefe Reibeisenstimme. Und sie übertönt ganz Berlin problemlos. Wenn die dann beide zusammen singen, dann wackeln die Wände. Und die haben wir dann quasi mitgenommen. Das ist dann so eine kleine Polonaise gewesen. Die haben sich dann noch angeschlossen und dann war am nächsten Abend gleich ein Barbecue und die besten Freunde geworden. Und die wollten dann unbedingt nochmal nach Berlin kommen, als das dann alles vorbei war. Und dann hat sich das so ergeben, dass es dann im August war, wo generell, wo wir wohnen in Telto, schon ein kleines Fest war. Und da haben wir so eine kleine Bühne aus Paletten hingezimmert, eine kleine kreblige PA aufgestellt. Und da standen wir dann da. Wollen wir das irgendwie nennen? Ja, dann machen wir da einfach ein Event draus. Und dann haben wir das bei Facebook einfach Festival of Folk genannt. Und das hat so viel Anklang bei den Leuten gefunden. Ich meine, die Veranstaltung an sich war um 18 Uhr vorbei und wir hatten um 22 Uhr immer noch Leute auf dem Hof. Wir wollten einfach nicht gehen. Und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir dann so im Mai, im Frühjahr, eine komplett eigene Veranstaltung draus und versuchen da ganz viele tolle Singer-Songwriter-Acts zusammenzukriegen. Das geht jetzt in die 3. Runde dieses Jahr, genau. 3. professionelle. Ja, genau, das erste, das zählen wir nicht mit, weil das hieß da noch gar nicht so. Ich glaube, das hieß Folk Sessions oder sowas, aber genau. Das richtige 3. ist es jetzt. Da fällt mir gerade ein, warum habt ihr euch überhaupt so genannt? Also, Schon sehr. Ja, das ist so lustig, die Geschichte, ja. Du darfst. Also, ich heiße Briar Rose, weil als wir uns kennengelernt haben, habe ich noch in Berlin gewohnt und er in Telto. Wir haben geskypt, teilweise sehr bis viel. Spät in die Nacht, weil er Spätschicht so. Hatte und sowas. Ich hatte 5 Stunden dann abstecken. Und da bin ich teilweise beim Skypen eingeschlafen. Und deswegen, also Dornröschen, übersetzt quasi ins Englische, heißt Briar Rose. Genau. Im Britischen. Die nennen das anders. Klingt besser als eingeschlafen. Sind wir eingepennt beim Skypen. Und ich bin Sunshine, weil mein absoluter Lieblingssong zu dieser Zeit war von Matt Costa, Sunshine. Und das war mein Klingelton auf dem Handy. Immer, wenn ich angerufen habe, dann ging dieser Song los. Immer wieder und immer wieder. Deswegen bin ich jetzt Sunshine. Du meintest, dass du jetzt auch alleine Musik machen wirst.
als ich beim Auftritt war, da hast du das ja auch schon gesagt. Ja. Wieso? Momentan hat es Zeitgründe und weil ich auch nochmal was anderes ausprobieren wollte generell. Das weißt du so ein bisschen generell mit den Themen. Also ich werde jetzt ein bisschen, ein kleines bisschen politischer. Also ich versuche den guten alten Folk mal zurückzubringen, weil ich höre immer von vielen, vielen Richtungen, dass eigentlich der Folk so null Bestand mehr hat, weil damals die Zeit so bewegend war. Aber ich frage mich jetzt, was ist jetzt bitte nicht bewegend in der Zeit? Also politisch ist mehr los als vor einigen Jahren. Mhm. Das ist der Wahnsinn, was gerade los ist. Und ich kann selber teilweise nicht glauben. Das ist ein Szenario, das ist fast lächerlich. Und das wollte ich ein bisschen wieder zurück in die Musik bringen. Mhm. Und Bios and Sunshine ist so süß, Roadtrip-artig. Und das wollen wir quasi nicht damit unbedingt kaputt machen, weil das ist so ein Thema für sich. Deswegen mache ich das jetzt auch solo. Und außerdem ist es auch noch ein Zeitgrund. Weil sie arbeitet jetzt vielleicht auch bald noch mal einen zweiten Job. Ich habe eine Firma und arbeite teilweise halt noch aus bei meinem Vater in der nächsten Firma. Und da kann man quasi einfach flexibel agieren. Da kann ich sagen, ja klar, ich fahre zum Gig. Du brauchst dich um nichts kümmern und ich ziehe einfach los. Und wie ist das für dich, jetzt unabhängig von ihrer Musik zu machen? Es ist merkwürdig, aber sie arbeitet immer noch mit. Mhm. Also ich rufe dir noch zu und sie ist eigentlich so die Jurorin Nummer eins. Also ich habe jetzt viele Ideen gerade wieder. Das war vor einem Jahr gar nicht so. Da habe ich ganz produktiv keinen einzigen Song in einem Jahr geschrieben. Und jetzt ist es wesentlich mehr. Jetzt habe ich wieder 12 Stücke angerissen, noch nicht fertig gebracht. Aber sie hilft mir dann halt so Themen zu Ende zu denken. Nochmal andere Ansätze. Weil mir das Politische auch, muss ich ehrlich zugeben, nicht so unbedingt liegt. Ich will es rüberbringen, also ich versuche das Ganze ein bisschen metaphorischer, nicht so trocken. Ich will es nicht so direkt ansprechen, sondern nur, dass man eigentlich mit recht simplen Effekte erzielen könnte, das Leben wesentlich angenehmer machen. Und wird man trotzdem noch von euch zusammen etwas in Zukunft sehen? Auf jeden Fall. Das ist jetzt nur gerade ein bisschen weniger geworden, weil halt auch die Proben zusammen nicht leichter werden. Deswegen suchen wir uns bestimmte Gigs dann eigentlich mehr oder weniger aus, wo wir uns dann auch schön vorbereiten können, weil wir finden das auch dem Publikum übrigens nicht so direkt fair, wenn man dann so halt fertig vorbereitet dann hinkommt und dann guckt man sich immer an. Und das ist, ja, wir wollen die Leute lieber richtig tolle Show abliefern. So, meine Lieben, was soll ich zu den beiden noch sagen? Ihr seht ja selbst, das sind wirklich sehr sympathische, liebe, nette Menschen. Und ich freue mich wirklich, dass ich dieses Interview mit ihnen führen konnte und sie kennenlernen durfte. Was das Thema angeht, gemeinsam Musik machen, obwohl man oder ja, während man gemeinsam in einer Beziehung steckt, die beiden haben ja jetzt keine gravierenden Nachteile daraus gezogen. Außer, dass man sich viel eher vor dem Fernseher setzt. Aber abgesehen mal davon scheint ja alles sehr gut zu laufen und scheinen sie ein sehr gutes Team zu sein, also auch was die Musik angeht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es schon irgendwo fördernd ist, wenn man ja mit seinem Partner zusammen ein Projekt startet. Einfach auch unabhängig von der Musik, weil man kennt sich einfach, man kann offen miteinander reden, man kann ehrlich zueinander sein. Und andere Pärchen, die suchen halt gemeinsam einen Kochkurs oder gehen zusammen tanzen oder etwas ähnliches. Und so, ja, ich glaube auch, dass das irgendwie als Paar zusammenschweißen kann. Also nicht zwangsläufig muss, sondern das kann natürlich auch Streitigkeit und so weiter hervorrufen. Aber auch, ja, zusammenschweißen kann, weil man eben gemeinsam an etwas arbeitet. Vielleicht wird es dann problematisch, wenn sich gewisse Probleme, die eigentlich mit dem Projekt zu tun haben, ja, sich auf die Beziehung übertragen. Das heißt, wenn man, keine Ahnung, beispielsweise zusammen einen Café eröffnen möchte oder so und man sieht, das läuft nicht und dann kommen finanzielle Probleme und so weiter, das überträgt sich dann auf das Pärchen, aber das hat ja eher etwas mit äußeren Umständen zu tun. Oder es kann natürlich auch beispielsweise sein, dass sich der eine Partner dann irgendwie vordrängt und sich ein bisschen mehr als Chef aufführt, aber ich meine, das kann auch zwischen anderen zwei Personen geschehen, die ja kein Pärchen sind, aber gemeinsam irgendetwas aufbauen wollen. Also ich glaube, also so wirklich Nachteile, die darauf basieren, dass man in einer Beziehung steckt, fallen mir wirklich nicht ein. Vielleicht fallen euch ja welche ein. Ihr findet Bryrox und Sunshine oder Hanis und Tom
Ich hoffe, ich spreche Hannis richtig aus. Wenn nicht, dann tut es mir sehr leid. Findet ihr auf jeden Fall auch auf YouTube. Sie haben Musikvideos hochgeladen, deswegen verlinke ich euch die beiden. Und natürlich auch, wo ihr sie auf Facebook findet. Ich wünsche euch dann auf jeden Fall noch einen schönen Morgen, Nachmittag oder Abend, wann auch immer ihr dieses Video seht. Und danke der Arten Feuerbach natürlich, dass ich wieder einmal dort drehen durfte. Und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Video wieder.